Ja, Micky, super, Tommy, grüß dich. Bist du auch mal hier bei Moin Moin, da freue ich mich. Ich bin ein bisschen zu früh, weil in Hollywood ist es jetzt gerade erst mitten in der Nacht. Ja, bei mir ist doch in Hollywood. Bist doch da in Hamburg, Micky. Ja, super. Machst du jetzt auch hier mit diesem ja, Moin Moin Rocket Beans, ja? Ist ein guter Sender. Kann unter, auch Gladiator sein. Unter 5 Oscars stehe ich erst gar nicht auf. Alles klar, dann geht's jetzt los, ja? Super. Super. Hau rein jetzt los, Intro ab, jawoll. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Oh! Santo Domingo, genau, am Domingo, Domingo, Santo Domingo. Oh, hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin am Morgen. Da findet diese Show statt. Ich habe heute eingeladen, man kann schon sagen, einen richtigen Literaten, einen gefeierten Star. So erzähle ich das zu Hause auch immer. Der Literaturwelt. Ja. Du bist ja aktuell in den Top 10 der, so wie ich das verstanden habe, deutschen Verkaufscharts von Büchern. Er ja, sagt Bestsellerliste. Verkaufscharts so nach Andrea Berg. Sag doch Bestsellerliste. Ja. Ist doch nicht so schwer. Sorry, da kann man auch mal nervös sein, wenn man so einen Star hat. Einfach. So, also Micky Beisenherz ist heute hier. Es hat eigentlich geklappt. Mein guter Freund Micky ist eigentlich da. Letzte Woche wolltest du ja, da hat ein Kind gekotzt. Genauso war es. Ich war kurz davor, hierher zu fahren. Dann kam der Anruf aus dem Kindergarten. Tochter hat sich gerade übergeben. Und dann, das weiß jeder, der ein Kind hat, ändert sich die Tagesplanung komplett. Ja. Die Wochenplanung ändert sich sogar komplett. Ja, wir haben ja auch einen in der Firma, der heißt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Etienne Gardet. Ist nicht ja, so, hat er sich auch könnte man letztens wieder? Nee, ja, du hast auch. Aber das ist auch, weißt du, wenn das ist ein bisschen wie diese Geschichte mit dem Wolf. Wenn du zu oft in den Wald reinrufst, ne? Und ich glaube, Eddies Kind kotzt jeden Tag. Ach so, das ist so, ja, das ist ja, gibt ja so zwei, entweder sagt man selber, man hat Magen-Darm-Grippe. Ja. Das ist ja immer die beste Ausrede, weil niemand ist geneigt, das auch noch zu überprüfen. Ja. Also egal, ob über Attest oder die auch gute alte Scheißerei. Scheißerei. Niemand stellt auch nur noch eine einzige Nachfrage dann, sondern sagen sofort, nee, alles klar, okay. So. Ja. Könnte man über den Hörer kontaminiert werden. Und natürlich jetzt Kind, klar. Ja. Genau. Ja, also ich muss natürlich auch revidieren. Ja, der Eddie ist ja nicht jeden Tag krank. Aber es ist so ich sag mal so, ist schon Running Gag geworden hier so in der Firma. Ne? Aber ja, also ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Vielleicht für die Zuschauer da draußen, wer den Micky Beisenherz noch nicht kennt, ein kleines Potpourri deines Daseins. Ich würde mal sagen, aktuell machst du ja einen sehr erfolgreichen Podcast mit MML. Micky, das MML steht für Micky, Mike und Lukas. Übrigens immer der gute Beweis dafür, dass man, wenn man sowas startet, sich vorher einen guten Namen überlegen sollte. Ja. Und nicht, wenn ein Kollege den Namen für den Podcast vorschlägt und man wieder gerade keine Zeit hat, sagt, ja, nee, super Idee. Ja. So, weil das kommt dann nämlich dabei raus. Dann läuft das Ding ganz gut und dann kannst du den Namen auch nicht mehr ändern. Ja, das ist ja das Ding mit solchen Namen. Ich finde, das tatsächlich auch immer dieses, die Anfangsbuchstaben der Protagonisten ist auch eigentlich so ein Ding, das ist in der Grundschule hast du so. Das TKKG-Bandage. Genau. Ja. Nee, aber sehr erfolgreicher Podcast, so stetig eigentlich in den Top 5 Charts der deutschen Podcast-Welt, beschäftigt sich im weitesten Sinne mit Fußball, aber ich glaube, ihr seid da ein bisschen mit Fußball reingerutscht und mit Entertainment so ein bisschen rausgekommen hintenrum, ne? Ja, weil da können wir ja auch nicht so ganz aus unserer Haut, ne? Also Lukas ist ja auch so ein Hau drauf, irgendwie, der lässt ja nun auch nichts liegen und es passiert einfach links und rechts ja auch zu viel anderes in der Welt, als dass man das jetzt irgendwie unkommentiert lassen könnte. Also alleine diese ganzen unsäglichen Karnevals-Doppelnamen Geschichten rauf und runter, das muss man dann ja irgendwie auch so ein bisschen mitnehmen. Ja. Genau, und seit Jahren in der deutschen Fernsehbranche tätig als Autor, natürlich so vielleicht ein bisschen bekannt auch deutschlandweit als einer der Autoren vom Dschungelcamp, hinter den Kulissen zusammen mit Jens-Oliver Haas und Jörg Über. Genau, und die schreiben quasi die ganzen Moderationen und den ganzen Quatsch seit Jahren. Ich glaube, seit über 10 Jahren. Ich habe die goldene Uhr. Ich habe dieses Jahr von RTL die goldene Uhr gekriegt. Ja? Zum 10-Jährigen, ja. Okay. Ja. Und das haben dann kannst du in der Kantine bei RTL dann mit den drei anderen da sitzen, oder was? Richtig. Ja. Cool. Ich sitze immer mit Walter Freiwald in der Ja, genau. Ich habe auch das Gefühl, das ist nicht der coole Tisch, ehrlich gesagt. Aber gut, genau. Und du hast ja früher auch hier und da Sendungen moderiert, die natürlich extrem durch die Decke gegangen sind, muss man dazu sagen. Also jede Sendung, die Micky angefasst hat als Moderator, die war wirklich erfolgreich. Genau. Gold. Und und jetzt hat er ein Buch geschrieben und das sieht so aus. Ich halte das mal in diese Kamera. Und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee.
Warte mal, so ist das hier. Oh, also ja, wirklich. Das ist doch schlauer. So, guck mal. Ah, wie richtige Profis. Wie ist richtige Fernsehen? Ja, erst hat die Regie ein bisschen gepennt, aber hinten raus machen sie es jetzt. Nee, die Kurve. Ich glaube, die haben nicht gepennt. Ich glaube sogar, dass es eher immer so, wenn es ein bisschen länger dauert, dann wollen die mir sagen, nee, Donny, die andere Kamera ist besser. Das ist so. Quasi so, wir haben so eine nonverbale Kommunikation aufgebaut mittlerweile. Genau, siehst du? Genau, und das Buch hast du jetzt, es kam jetzt auf den Markt und es ist quasi eine Zusammenfassung. Du schreibst ja diese Kolumne für einen Stern. Genau. Ja. Seit einiger Zeit, vielleicht so, wie lange, so 2-3 Jahren oder was? Ne, 4 sogar jetzt schon. Ja. Ja. Und das ist quasi eine Sammlung von deinen Lieblingskolumnen, die den erfolgreichsten und aber noch eigene Texte, ne? Ja, genau. Also es sind Sachen, die bereits veröffentlicht wurden. Ja. Und dann aber nochmal sehr viele neue Texte. Ja. Damit die Leute, die jetzt irgendwie die Sachen regelmäßig lesen, jetzt nicht das Gefühl haben, ja, sagen, ja, kennen ja alle schon. Ja. So, also habe ich mir doch alle schon ausgedruckt. Ich sollte mir auch eigentlich mal so ein Buch machen, wo ich einfach nur, wo irgendjemand sehr, mit sehr viel Zeit einfach nur komplett meine Moin Moins transkribiert und das ist dann einfach mein Moin Buch. Das ist geil. Und dann schreibe ich auch, dann nenne ich das auch irgendwie, zum Weltuntergang gibt's Latte Macchiato. Irgendeinen Scheiß muss man ja, genau. Kannst ja nicht, kannst du da klagen? Nee. So, nein, ach, ich sowieso bin ja, wobei, naja, ich hatte in den letzten Jahren ja wirklich einige Rechtsstreitigkeiten, wie mir dann, wenn ich da kurz drüber nachdenke, auffällt, habe ich aber sehr viele auch verloren und von daher, glaube ich, würde ich da jetzt auch nicht verklagen. Wie so Facebook-Scheiße oder was? So Leute, die einen nerven und so. Ja, diese Instagram-Scheiße, ne? Das hat ja, also ich habe dann irgendwann abgebrochen an einem gewissen Punkt X, weil das schon sehr, 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 sehr teuer geworden ist. Ja. Ja, muss man sich wirklich überlegen, ob es das dann wert ist. Ja. Oder ob man da nicht irgendwann sagt, am Anfang, weißt du was, komm, ich lösche es einfach. Ja. Rechnet sich nicht. Ja. In meinem Falle hat sich's nicht gerechnet. Ja. Ja. Aber ja, also, du bist ja auch mittlerweile, bei dir bei Instagram denke ich auch immer so ein bisschen, ja, jetzt so langsam kriegst du die Kurve, aber so ein bisschen verstehst du es immer noch nicht. Nee, ist echt immer noch kannst so du mir aber gern, der Papa, der das nicht so richtig versteht. Da kannst du mir wirklich, das stimmt tatsächlich, ich habe mit dem Medium Instagram wirklich sehr lange gefremdelt. Boah, hast du gerade gesehen? Das habe ich ja mal, wir haben es gleichzeitig gemacht. Das ist ja vom Psychologen erwiesen, das ist ja ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass man sich sympathisch ist. Ja. Wenn man automatisch, also je schneller man quasi das Gegenüber Die Pose des Gegenübers einnimmt. Ja, ja. Das ist ein unterbewusstes Zeichen, dass man sich sympathisch ist. War uns ja vorher schon klar, aber es ist doch schön, dass wir sie hier nochmal so vor einer laufenden Kamera nochmal bestimmen. Okay, jetzt kann ich aber nicht aufhören, dass. Nee, jetzt muss ich. Nee, erzähl, was? Instagram. Ja. Also ich komme ja, ich meine, ich bin ja Jahre 77. Natürlich liegt mir das Daddy-Medium Facebook natürlich viel mehr, weil es ja sehr textlastig ist. Das liegt mir grundsätzlich. Jetzt ist es ja nun mal so, dass Instagram ja offensichtlich doch der ein oder andere da ist. Ja. Und ich wusste aber, ich hatte so keinen richtigen Zugang dazu. Erstmal, was macht man denn da? So, wie du warst ist das ja ewig nicht da. Hast ich war so ewig nicht da. Und so mit so einem Bild, wo du noch lange Haare hast. Irgendwie. Ja, genau. Und Schnäuzer. Und hab dann überlegt, wie macht man so? Und jetzt komme ich so langsam dahinter, wie man so diese Videos nutzt und so. Und jetzt macht's auch Spaß. Ja. Das ist halt eine ganz andere Form. Aber für manche Leute, die wirklich nur schreiben und auch ungerne vor irgendeine Kamera treten, ist ja dann doof. Ne? Ja. Ja, ich finde nur immer lustig, ich habe so die Beobachtung gemacht, das ist natürlich jetzt sehr, das ist jetzt sehr subjektiv, ne? Aber ich habe das ja irgendwie vor 2 Jahren oder so, ist ich auch angefangen, da mal meine Fresse in die Kamera zu halten und irgendwie lustig zu sein oder versuchen, lustig zu sein, so, ne? Gerade, das war, glaube ich, auch so eine Phase, wo ich noch Comedy-Stand-Up gemacht habe und so. Und das ist natürlich ein super Output für sowas. Wenn irgendwie, irgendwie dir was Witziges passiert, dann kannst du da einfach die Kamera umdrehen und dann ist du immer so ein bisschen, du verlierst an Coolness. Ja. Du bist ein bisschen nicht mehr so mysteriös und der coole Grafiker irgendwie, so, der so ein bisschen nur ab und zu mal, sondern das ist schon so ein Commitment. Und worauf ich hinaus will, ist, ich fand das total interessant, dass damals noch, weil du gerade meintest, so der ein oder andere ist da auch, du siehst ja immer, wer das guckt. Und da gibt es so ein paar Leute, die so dann gerne mal damals auch auf Partys dann zu mir meinten, so, ah, Donny, aber mit diesen Storys immer, ne, die sind immer so lang und was machst du denn da und so. Ja. Und genau die Leute jetzt 2 Jahre später halten, machen so übel. Weißt du, da denke ich manchmal so, immer. Fick du dich doch mal. Ja. Mich erst so hier dissen und jetzt machen es das alle, ne? Ja, aber das sind ja immer, das ist ja immer dieselbe Kategorie Mensch, die sagen, was ist das denn für eine Jacke mit so einem komischen, komischen Teddyfelder als Kragen. Die kommen dann sowieso alle immer ein Jahr später und sagen, so schlecht wie diese Jacke ist doch. Du hast dir scheinbar eine neue Jacke gekauft, habe ich das Gefühl. Hat ihren komischen Kragen. Was ich mir alles anhören muss. Nee, das war jetzt wirklich nur ein Beispiel. Das ist schon speziell. Es ist sowieso interessant, wie unterschiedlich das ist. Also Fernsehpräsenz und so eine Instagram-Präsenz. Also beim Fernsehen, wenn man so klassisch noch aus dem Fernsehen kommt oder aus der alten Showbranche, da ist es ja immer so, da hieß es immer, wenn du ein Star sein willst, dann machst du dich ja tendenziell eher
selten und man baut ein Geheimnis um sich herum auf und die großen Stars, von denen weiß man privat nicht viel. Star macht sich rar. So. Star macht sich rar. Ja. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr so. Das ist ja genau das Gegenteil. Mhm. In der Instagram-Welt, du veräußerst ja alles, was du hast. Ja. Zumindest die, sag mal, die 25-Jährigen, 20-Jährigen, was weiß ich, keine Ahnung. Die geben ja alles raus. Da ist ja gar kein Geheimnis. Genau das Gegenteil. Also je weniger Geheimnis, je offener alles, desto größer ist das Potenzial, Star zu sein. Ja. Außer bei der Schauspielerei. Ja. Da ist dann auch so, wenn du so ein Eidinger bist, der dann irgendwie so eine Fliege filmt, irgendwie die irgendwie auf der Scheibe da rumkrackelt, dann ist total künstlerisch und so. Aber Eidinger ist auch speziell, ne? Ja. Eidinger ist, glaube ich, auch nicht mit anderen Schauspielern zu vergleichen. Und ich glaube tatsächlich, dass die meisten Schauspieler deshalb nicht so gut funktionieren bei Instagram und Co., wie sie auch in Talkshows teilweise nicht so gut, in Anführungsstrichen, funktionieren, weil sie keinen festen Text haben. Ja. Also es ist ja, habe ich ganz viel gehört über auch bekannte, namhafte Schauspieler, dass sie ein Riesenproblem damit haben, in Talkshows zu sein oder bei einer Late Night oder so, weil sie dort keinen festen Text haben, an dem sie sich orientieren können. Ich bin ja manchmal, habe ich hier auch schon mal erzählt im Moin Moin, ich habe ja so eine manchmal habe ich so Kinski-Phasen, ne, wo ich dann wirklich so komplett auf YouTube so von einem Kinski-Video zum anderen gehe. Das ist ja für mich immer. Hast du den jemals getroffen oder so? Nein, um Gottes Willen. Ich meine nicht, dass du jetzt so alt wärst. Genau. Aber ich meine, du bist ja doch so 15 Jahre, würde ich schon mal sagen, in der Show, hätte sich das gar nicht schneiden können, ne? Der ist schon länger. Nee, der ist schon, der als, guck mal, ich habe angefangen mit der ganzen Scheiße Anfang 2000. Bei mir kann es ja wirklich, ich Die Uhr komplett auf Null. Ich habe im Januar 2000 mit dem ganzen Quatsch angefangen. Ja. Und der ist ja schon 91 gestorben oder so. Also ein bisschen eng. Ja, okay, scheiße. So, okay. Wobei andererseits. Recherchegott O'Sullivan. Wobei andererseits mit 12, 13, in meinem Alter hätte er sich womöglich, wenn man so die Familiengeschichte sich durchhört, vielleicht doch für mich interessiert. Ja. Also von daher. Ich finde übrigens Kinski, diese Kinski-Verehrung ist für mich der größte Blödsinn. Warum? Weil Kinski, der wird immer. Aber deine Fresse rein! Ja, aber das wird immer gesagt, er sei ein so toller Schauspieler gewesen. Ist natürlich total. Nee. Der ist ein YouTube-Star. Weil die Leute sich den gerne angucken, wie er durchtickt. Das stimmt. Aber er ist nicht ein großartiger Schauspieler. Aber der wäre super im Dschungel gewesen. Ja, der, perfekt. Boah. Ja, er war ja schon im Dschungel, in Fitzcarraldo. Aber, ja, genau. Nein, weil der das reine, der hat ja immer einen durchtickenden, bekloppten Irren gespielt. Ja. Das ist ja kein Schauspiel. Ja, die haben einfach ihn genommen. Ich glaube, der wusste teilweise gar nicht, dass er in Filmen mitspielt. Und das ist ja kein Schauspiel. Ich habe den ja noch nie als den Menschen zugewandten, in sich gekehrten, freundlichen Hausmeister gesehen, sondern er hat ja immer den gottverdammten Psycho gespielt. Das heißt, irgendeiner muss mal einen Film schreiben mit zwei absoluten Dummschwätzern. Und dann haben wir quasi das gleiche Phänomen. Da kannst du uns auch da einstecken. Man darf uns nur nie sagen, dass das ein Film ist. Richtig. Gerade. Ja, das wäre sehr schön. Dann schiebst du ab und zu mal so Veronika Ferris durch die Kulissen. Oder was weiß ich, im Vordergrund dann einfach rot am Willkommen. Aber wirklich in der Schubkarre. In der Schubkarre. Wirklich, also nicht nur metaphorisch, sondern Veronika Ferris in der Schubkarre, einfach mal durchs Bild geschoben. Pennt noch. Top. Vielleicht noch ein bisschen Kater von, was weiß ich. Von Karneval oder was weiß ich, weil sie versehentlich in einem Indianerkostüm in einer Hamburger Kita. Ja. Muss man sehr vorsichtig sein heutzutage. Ja. Da ist ja heute der große Aufreger. Deutschland tobt. Ja, also das ist ja auch, aber, krass. Und wie ist das jetzt? Du hast dieses Buch rausgebracht. Ich meine, hast du damit gerechnet, dass es jetzt, weil man kann ja Stand jetzt sagen, das ist ja jetzt schon eigentlich ein Erfolg sozusagen. Also Stand jetzt kann man das, jetzt kann man das sagen. Genau, und damit hast du da jetzt, die ist ja wirklich die dümmste Frage ever, aber ich will sie mal ehrlich beantwortet haben. Und ich glaube, von dir kriege ich die ehrlich an. Ja. Hast du damit gerechnet? Nein. Gehofft? Nein, gehofft ja. Ja. Gehofft ja, aber jetzt, das muss jetzt nicht irgendwie der nächste Hirschhausen-Glücksratgeber sein. Das muss jetzt auch kein Millionseller sein. Ich glaube, dass wir ja auch große Freunde von Indie-Musik sind und so. Ja. Also für mich würde es schon reichen, wenn es auf dem, sagen wir mal, Bon Iver The National Level wäre. Oder wenn Teenies ein T-Shirt davon tragen. Wenn die guten Leute sagen würden, ey, ich habe das, kennst du das? Ich habe das gekauft oder so. Und wenn die das alle gut finden, also wenn es so eine signifikante Zahl von Menschen gelesen hat, so dass man sagen kann, es ist ein Erfolg. So, dann würde mir das reichen. So, weil klar, natürlich, wenn du Sachen schreibst, dann willst du natürlich nicht, also wenn du das willst, dass das niemand liest, dann kannst du ja Tagebuch schreiben. Also willst du natürlich, dass Menschen das lesen. Klar. Aber es muss jetzt nicht so sein, dass jetzt jeder Mensch sich das kauft und dass das irgendwie millionenfachen Absatz hat. Das heißt, ich muss damit jetzt nicht zwingend Geld verdienen. Aber ja, aus reinen Gründen der Eitelkeit will ich auch, dass das von vielen Menschen gelesen wird. Natürlich. Natürlich will Sehr ich schön. Das. Sehr schön. Finde ich eine gute Antwort. Ich finde vor allem eine Sache,
Du hast ja, wärst ja sonst letzte Woche da gewesen, deswegen hatte ich, ist schon ein bisschen her, aber ich habe auf jeden Fall an dem Abend davor halt dann intensiver gelesen sozusagen und aber jetzt seitdem immer wieder aufgehoben. Intensiver, so. Nee, pass auf, nee, weil, ja. Nö, gebe ich zu, war ganz normal, das war als Vorbereitung. Hast du jetzt den Lanz gemacht? Ja, sicher, ja. Als ich damals selber auf die Machu Picchu war so. Und wir gerade hinabstiegen in die Höhle. Ich habe mit dem Dalai Lama an einen wunderschönen Satz denken vom Dalai Lama, den ich da gerade zuvor getroffen habe. Der Mickey Beisenherz, der kommt immer wieder, was sagen Sie dazu? Ja. Nee, also pass auf, wir haben natürlich einfach da, ich war faul, habe nicht gelesen bis zum Abend vorher und habe halt reingeballert dann. Ja, ne? So. Und aber jetzt pass auf, und das ist, glaube ich, ein gutes, ein schönes Lob, weil das ehrlich und von Herzen kommt. Ich habe dann danach dann doch immer wieder das Ding aufgehoben. Okay. Weil ich habe dann Blut geleckt. Ja. So, weil mir hat das gefallen, dass das sehr kurzweilig ist und dass man immer mal wieder, das ist so ein gutes. Du hast auch selber, das finde ich lustig, geschrieben, das hatte ich auch diese Passage vorgelesen letztes Mal, dass du selber sagst, ich habe dann nichts dagegen, wenn das Klolektüre bleibt. Ja. So, weil das ist tatsächlich eine gute Klolektüre. Finde ich auch. Kann man schön aufheben, hat man so besser als irgendwie auf Instagram Likes verteilen, werbt man gerade die Hose unten hat. So, da ne? halte ich in dem Falle, da halte ich das tatsächlich auch für die bessere Alternative. Genau. Und was ich dann aber loben wollte, war, oder ist, du hast. Eine Sache angesprochen, die mich so ein bisschen abgeholt hat, die vielleicht, glaube ich, eher Leute abholt, die vielleicht auch sich überlegen, etwas zu schreiben mal oder irgendwie so denken, ah, das könnte auch was sein und so. Das fand ich super, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, dieses so, passt auf, Leute, das ist kein Buch. Das ist nicht das Buch, was vielleicht noch in mir ist. Ja. Das ist eine Sammlung und so ganz klar von vornherein die Prämisse gesetzt, das ist eine Sammlung an Texten, die nicht zusammenhängend sind, aber das Buch, was noch in dir steckt, so ähnlich hast du es formuliert, das kommt vielleicht noch. Ja. Das fand ich schön, so zwei Fliegen mit einer Klappe, so ein bisschen noch die Tür offen halten und gleich mal die Leute, rauskehren, die schon sagen, das ist doch kein Buch. Ja, das ist so. Ja, ich finde, und ich glaube, wenn man das Buch liest, merkt man das, also dass Ehrlichkeit ist mir schon wichtig. Also tatsächlich auch den Lesern gegenüber, auch mir selbst gegenüber. Ich lasse ja in diesem Buch ja auch permanent die Hosen runter. Also es ist ja nun wirklich so, dass ja sehr viele Fehlbarkeiten und das Scheitern und Macken oder so dort ja auch zur Sprache kommen. Also das, da gibt es noch eine Menge mehr. Ja. Ich bin ja auch noch nicht am Ende meiner Tätigkeit angekommen. Ja. Aber ich finde es schon wichtig, dass man so offen sagt, pass auf, so geht's mir damit. Und ich will euch jetzt gar nicht vormachen, dass das jetzt mein Opus Magnum ist. Das ist ein gutes Buch und ich bin stolz darauf und ich bin sehr happy mit dem Ergebnis. Aber ich weiß auch, dass da noch irgendwas liegt, was ich gerne auch noch erzählen will. Aber ich bin dazu noch nicht bereit. Ich weil bin mir auch noch immer ehrlich, ich weiß zum Beispiel nicht, was Opus Magnum heißt. Ja, das große Werk. Das klingt für mich nach dem Eis. Das große Werk. So, okay, gut. Ja. Mit extra viel Crunch. So, pass auf. Wir verquatschen uns ja total, vergessen dabei, glaube ich, beide gerade, dass wir eine Live-Sendung sind. Wir haben euch auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir gehen jetzt, machen ein kleines bisschen eine Werbeunterbrechung. Weitermachen? Okay. Ist die Werbung gerade abgehauen? Die Werbepartner haben sich gerade distanziert. Ja, genau. Gesagt, mit der Scheiße. Nee, und ich gehe auch gleich auf. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, ein bisschen auf Twitter. Ich habe bis jetzt noch nicht in die Kommentarleiste geguckt. Und unter Hashtag Moin Moin, haut doch mal ein paar Fragen raus, haut mal was raus, wenn ihr was braucht. Genau. Also, wir machen jetzt einfach keine Werbung, oder was? Auch cool. Ja. Habe ich irgendwas verraten? Ich glaube, ich habe es. Ich stehe da weitermachen. Die sind so im Bann, ne? Ja. Ja. Achso, da steht weitermachen. Ja, super. Ist ein guter. Mach doch mal. Super, ganz auch Gladiator sein. Ich könnte einer sein. Apropos, ist das nicht lustig? Ich muss natürlich, wir haben ja so eine kleine Schicksalsgemeinschaft der anonymen oder gar nicht so anonymen Ralf Möller-Freunde. Ja. Und ich muss natürlich jedes Mal, wenn irgendwas mit Ralf Möller ist, muss ich immer an dich und Tommy Schmidt denken. Ja. Jetzt hat er ja die Tage, hatte er mir am Valentinstag, also. Ja, mein lieber Micky, ich muss sagen, erstmal guten Morgen. Happy Valentine. heute hat unsere Mutter Geburtstag. Am Valentine. Seit 83 Jahren. Anyway. Ist das nicht herrlich? Ja, also, der eine war richtig, der war richtig ähnlich, wie wir ihn machen. Ja, so, weil manchmal höre ich ihn ja und dann denke ich mir so, das ist übertrieben, wie wir es mal. Ja. Valentine. Aber er hat jetzt mittlerweile auch immer so ein bisschen was, man sieht ihn, also er macht immer so Pausen, wo er nachdenkt, man sieht ihn immer irgendwie an so einer Jalousie am Fenster stehen, wo die Sonne so reinscheint, wie er so rausguckt. Immer an Valentine. Seit 83 Jahren. Ja. Top, ey. So der gut. ist echt der Knaller. Ich habe ja dann für uns. Aber das ist wenn er, entschuldige bitte, wenn er auch so sagt wie, unsere Mutter hat Geburtstag, dann merkst du, klar, Recklinghausen. Das ist Recklinghausen. Voller Lotte, unsere Mutter hat Geburtstag. Ja. So gut, ey. Ich habe für den Anfang, ne, für dieses Bild, da habe ich halt Bilder von Ralf Möller gesucht, ne? Und dann, ich wollte halt uns irgendwie da zusammen photoshoppen mit zwei oben ohne halt den typischen Ralf Möller. Findest du ehrlich mal, erstmal findest du gar nicht so viele oben ohne Bilder von ihm so, wo ich dachte,
Okay, so ja. Oder sie sind irgendwie aus den 80ern oder 90ern. Ja. Aber in dem Zuge habe ich halt erstmal, wurde mir erst überhaupt bewusst, was das für ein geiler Tausendsasser ist. Also nicht Tausendsasser, sondern was, wen der alles schon getroffen hat. Durch die Gladiator-Phase, ja. Da im Arnie hier, im Club hier hinten, weißt du, hier, Zigarre. Ja, hier, Sean Connery, alles Freunde von mir. Mel Gibson, ja, komm her, du Mel. Genau, vor allem mit Sean Connery, wäre noch besser. Also, du hast ja den 90-jährigen Sean Connery im Schwitzkopf. Guck mal, ey, du bist auch ein Räuber, So. Tot. Ja, macht er wieder einen auf Schlaganfall. Kennen wir die Nummer. Ja, hier. Yeah. Kennen wir die Nummer. Kriegst du auch mit zu viel Proteine. Aber ja, das ist ja auch so ein Ding bei uns, was uns ja auch, würde ich jetzt mal behaupten wollen, privat und freundschaftlich verbindet, ist ja, dass wir eine große Leidenschaft haben für Imitationen. Aber das Ding ist, und da habe ich mich richtig drauf gefreut, weil ich glaube, in diesem Zusammenhang, wenn wir das beide machen, ist es eben mal ausnahmsweise nicht so, und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist wie, wenn man ja so eine Imitation, ich habe ja ganz lange Zeit den Jogi Löw gemacht. So, ja. Ne? Und dann habe ich ein paar Mal so Videos gemacht und sowas. Und dann irgendwann ist der Punkt, dann wollen Leute auf Partys so, dass du den machst. Ja. Und das ist ja super unangenehm, auf jeden Fall, finde ich. Ja. Und ich glaube, viele Leute verstehen gar nicht, warum das dann unangenehm ist. So ein Morbus, so, Matze, Knob. Ne? Ja, genau. Mach mal jetzt den Jogi. Und du bist überhaupt nicht im Vibe so. Und das Geile ist, aber ich glaube, in unserem Fall ist es überhaupt nicht so, weil wir halt beide das einfach so ein bisschen studieren fast schon. Ja, genau. Ich habe heute Morgen noch den Uli Hoeneß extra geübt für dich. Weil du gemeint hast, also ich habe mir jetzt, wenn wir, wenn wir da oben aus der Loge den reichendes Geld aus der Tasche ziehen, dann braucht ihr euch nicht beschweren, wenn die Tickets teurer werden. Genau. Ja, die sind doch die, in der Loge, die sind doch die, denen wir das Geld aus der Tasche ziehen. Und eure scheiß Stimmung, da seid ihr dafür verantwortlich und nicht wir. Wie so unglaublich. So, dann mal. Nein, das ist viel besser. Da muss ich einen Rage reden. Aber was ist denn das, was du also da drin hast? Es gibt ja eigentlich. So ein bisschen Mickey Mouse. Das hängt hier irgendwo. Hängt hier da oben. Ja, nee, aber dann bin ich so ein Sachse, wenn ich das mache. Da muss man echt aufpassen. Aber ich kann ja, es gibt ja eigentlich nur, also gibt ja den Bauchstimmen Hoeneß und den Kopfstimmen Hoeneß. Und der Bauchstimmen Hoeneß, der sitzt natürlich dann im Doppelpass und breitärschig und eher so selbstgefällig. Ja. Den kann ich eigentlich nicht, weil der ist dann immer viel zu gut drauf. Ich kann eigentlich immer nur den Knall mit dem Knall und genau. Den Rage Hoeneß. Den kurz vorm Explodieren Hoeneß. Genau. So. Ja, genau. Ja, ja. Und der macht natürlich auch am meisten Spaß. Den fand ich ja am geilsten. Mein Lieblings kurz vorm Explodieren Hoeneß ist ja jetzt quasi so der Hoeneß der Neuzeit. Man würde jetzt immer denken an diese Rede, die du jetzt gerade nochmal schön rezitiert hast, da mit dem, wo er sich dann drüber aufregt über die Ticketpreise. Genau, bevor dann irgendwann die Pressekonferenz kam. Genau. Ne? Mittlerweile Lieblingsclip von Uli Hoeneß ist tatsächlich dieses nach dieser Vollversammlung, der letzten Vollversammlung, wo dieser eine Fan, finde ich, auf relativ kluge Art ausgepackt hat und so ein bisschen die ganzen Bayern-Bosse so vor diese ganzen Tatsachen gestellt hat. Das ist nicht ihr Verein, Herr Hoeneß. Genau, ne? Genau. Ja. Und wo er dann danach betont sagt, er regt sich nicht auf, aber man einfach genau sieht, dass er sich auf. Das heißt, er hat in diesem Moment, war er selber die Mischung aus Kopfstimmen und Bauchstimmen. Ja, das auch. Hey, ich reg mich darüber nicht auf. Nein, das geht mir da vorbei. Und du denkst, okay, der ist aber kurz vorm Platz. Total, der würde am liebsten sagen, lassen Sie die Hunde los. Ja, genau. Diesen Mann, sofort festnehmen, das Schwein. Umbringen, ich bin auch für deine Sünden gestorben. Oh, da kommt ein bisschen der Adolf auch raus. Ja, so. Aber, und ich habe ja auch, also wenn wir schon bei Fußballern sind, und ich habe ja dir dann auch geschickt, den fandst du, glaube ich, auch gut, den zufällig entdeckten Mario Basler, als ich einen Kater hatte. Dann, komm mal rüber, ich habe immer gesagt, mit Trainingslager sind wir gegangen und sie haben immer gemutzt. Und so, jetzt auch, jetzt merke ich gerade so ein bisschen, da hast du auch eine Analyse gemacht, die war ganz gut, die hat es besser gemacht. Ja, habe ich dir direkt geschickt und dann meinst du so, ja, man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell redet. Dass man nicht zu schnell redet und auch nicht zu viel Dialekt rein. Damals. Beim FC Bayern, da habe ich stark gespielt, da haben wir auch mal eine Weize getrunken vom Spiel. Ja, aber das war kein Problem, da haben wir alle Zigaretten geraucht. Ja, heutzutage sind die ganzen jungen Leute da in der Trainingslager den ganzen Tag, die haben ja gar kein Leben mehr, Füße geblutet. Füße geblutet. Das war wirklich, das ist eins meiner Lieblings-Running-Gags im Internet. Ist wirklich, ich habe die Fußballer, die den Zweig aufsehen, Seite, die ich ja irgendwie gar nicht mehr. Ja, warum ich muss eigentlich mal ein bisschen, nicht? Ja, weil Facebook einfach stirbt. So, das ist das Problem. Und das ist keine Plattform mehr, die Relevanz hat. Aber das ist zum Beispiel das Doofe dann an so Sachen wie Instagram, weil die Begleittexte, die einfach auch sehr lustig sind, die gehen bei Instagram natürlich die gehen ein bisschen unter. Ja, und das ist schade. Weil das ist echt schade. Ich meine, kennst du zum Beispiel die hervorragende Seite Baumgarts Fußballblog? Kennst du bestimmt, nee, die kenne ich nicht. Ich kenne so ein paar Seiten. Die ist gut, ja? Ja, die ist super. Die ist nicht so sehr komisch.
Ja. Wie jetzt zum Beispiel Fußball, der den Zweck aufdrehen, aber ja. Die ist hat eine wahnsinnige Liebe zum nationalen, internationalen Fußball. Und dort werden halt einfach ganz viele Stars gefeiert, wie Rivaldo, aber auch selbst Spieler mal der 60er oder so. Das ist ganz toll. Und da ist dann immer eine wirklich ein ganz toller Begleittext dazu, wo du denkst, wow, das wusste ich noch gar nicht. Mhm. Das kannst du bei Instagram in der Form so kaum machen, weil die Leute kaum willens sind, irgendwie so viel Text zu lesen. Ja, das ist ja schon mit mehr Lesen, das draufklicken ist ja schon eine Überforderung. Und Twitter kannst du auch komplett abhaken, weil Twitter ist ja für mich echt so wirklich das Kokain der Social Media. Ja, weil jeder haut irgendwie ganz kurz einen raus. Aber sehr schlechtes Kokain. Sehr schlechtes Kokain und ist ja auch, niemand ist da ja irgendwie interessiert an Kommunikation wirklich, sondern jeder ballert so so pisst den dicksten Strahl und dann ist das aber eigentlich auch schon egal, ob da jetzt nochmal was kommt oder so, da interessieren sich wirklich nur es die Allerwissen. Genau, es ist kein Austausch, das finde ich ganz gut formuliert. Das ist schade, also da gibt es kaum irgendetwas, ich weiß nicht, ob es auch einfach, ob Austausch vielleicht möglicherweise auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ich weiß es nicht. Also Instagram deutet ja auch darauf hin, dass Austausch in der Form ja wirklich nicht gewünscht ist. Ja. Zumindest jetzt nicht. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe übrigens auch noch einen guten Tipp, falls du den noch nicht kennst, für die Facebook-Seite, sondern kennst du mittelmäßige Fußballer? Ja, ganz toll. Mittelmäßige Fußballer auch sehr gut. Der Bundesliga oder Das ist auch sehr gut. Da gibt es manchmal einfach so diese Bilder allein aus den 80ern mit so einem Fukuhila, ist irgendwie Mike Fretzens oder sowas. Ach so. Nicht Mike Franz, sondern ich weiß, wen du meinst hier, der mit der von Hansa. Ich habe jetzt tatsächlich einfach erfundenen Namen, aber war jetzt Zufall. Ja, du hattest aber da jemanden, der ist eigentlich der bekannteste, der war bei Hansa Rostock. Ach, den habe ich mit dem Schnauzer. Ja, mit dem Schnäuzer. Der heißt Mike mit Vornamen. Ja. Die hießen ja alle Mike, aber mit AIK natürlich. Die sind alle Mike. Ja, die sind alle Mike. Die sind immer Mike. Die ganze FC Hansa Rostock ist einfach eine Zeit lang Mike. Jeder einzelne Spieler. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ist ja auch egal. Ja, ist auch egal. Also die Seite ist auch, wie heißt der, mittelmäßige Fußballer der Bundesliga oder so. Historie, genau. Genau, und die ist auch sehr schöne Texte. Sehr gut, wo dann irgendwie nochmal einfach, das finde ich eine schöne Idee, einfach den Leuten nochmal so ein bisschen nochmal eine Bühne geben und sagen. Mike Werner ist es, glaube ich. Mike Werner, Werner. Hätte ich Internet, würde ich es jetzt googeln, aber wir haben gerade hier kein Internet. Wir sind nicht ein Internetsender ohne Internet. Ich höre ja mal Radio 1 als Radiosender quasi den ganzen Tag. Ja. Und dann werde ich immer sehr gut informiert über das, was in Berlin geschieht, beziehungsweise halt eben nicht geschieht. Und jetzt habe ich heute wieder Nachrichten gehört. Da ging es wieder irgendwie um einen Versorgungsengpass. Ein Teil von Berlin hatte über 30 Stunden hinweg keine Elektrizität. Ja, war das nicht Pankow? Ja, kann sein. Oder Köpenick, glaube ich. Kann sein, oder Köpenick. Ey, 30 Stunden kein Strom? Ja. 30 Stunden? Das heißt, das ist aber schon hart, ey. Also 30 Stunden ist, da muss man dann schon den Schinken aufs Fensterbrett legen. Das ist richtig, ja. Zum Beispiel, ja, und vor allem Tiefkühlkost ist weg, ganzen schönen Fleischbällchen, die du gemacht hast letzte Woche. Alles weg. Gordon Ramsay hat gesagt, frier die Scheiße ein, kannst immer wieder locker wieder aufmachen, macht kein Mensch. Hat Gordon Ramsay gesagt? Ja, hat er gesagt, hab ich noch nicht gesehen, so ein Video. Ja. Hat er immer wieder betont, du kannst diese... Gordon Ramsay, ist der so groß wie Melzer? Ist der so eine große Nummer wie Melzer oder ist der noch... Also Gordon Ramsay ist, glaube ich, eine kleine Nummer größer als Tim Melzer. Ja. Noch größer? Ja. Nee, komm mal jetzt. Du, aber wenn du jetzt Melzer willst, immer mit sich. Also, es wäre schon, sehr Zufall, wenn Tim Melzer uns mal sehen würde. Komm jetzt, nicht echt. Kannst du den Tim Melzer machen? Nee, kann ich nicht. Ja, aber dein Hering muss für die Rolle muss ich, für die Rolle müsste ich mir so Christian Bale-mäßig ein bisschen was. Bodyforming. Sag ich mal. Aber wo war ich stehen geblieben gerade? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir waren bei Berlin ohne Strom. Wir waren bei Instagram, ohne Strom, bei Twitter, bei Facebook. Ich habe ja seit Ewigkeiten eine Idee, wo ich immer denke, entweder die Idee, kennst du das, wenn du eine Idee hast und erstmal denkst, das muss ich googeln, das kann es ja noch nicht geben. Das kann ja nicht sein, dass es das noch nicht gibt. So. Ja. Und ich habe das gemacht und ich glaube, es gibt es tatsächlich noch nicht. Und ich glaube, das ist die einfachste, aber genialste Idee, die ich jemals hatte. Aber die würde mir kein Geld bringen. Okay. Und zwar habe ich mir überlegt, wäre das nicht voll schlau, wenn alle Fitnesscenter unten so Dynamos dran hätten, dass man damit Strom erzeugt. Eine gute Idee, oder? Also, du meinst, also würde das so die Räder. Jedes einzelne Ding hat halt ein Dynamo. Ja. Und damit wird dann irgendwie ein Haushalt betrieben oder sowas. Ist ja wahrscheinlich theoretisch möglich, oder? Sollte ja jetzt grundsätzlich, ich gehe davon aus, es ist wie üblich, ist wieder an irgendeiner Lobby gescheitert. Ja, genau. SDS
nicht in den Recall geschafft. So zwei Typen, die standen. Hat der schöne Brust? Sagt er, hat der schöne Brust? Hat der schöne Brust, ey. Ich stand aber wie im Zoo, weißt du, ich war wahnsinnig. Ich haben erst über mich geredet, dann mit mir. Ey, hast du schöne Brust? Aber hat dir gefallen ein bisschen, oder? Ja, richtig gefallen. Dann sagt er, hast du schöne Brust, ey, richtig schön und so. Und dann sagt der andere, ey, wenn ich Sperle wäre, ich würde den ficken. Und ich sitze da, ey, und ich muss immer noch meinen Quatsch da machen. Und denk, vielen Dank, das war sehr freundlich. Wenn ich Perle wäre, würde ich dich ficken. Wenn ich Perle wäre, ich würde dich ficken. Oder, danke, vielen Dank, das ist ja eine absolut erhebende Vorstellung. Es ist ein schönes Kompliment eigentlich. Es ist ein sehr schönes Kompliment, ja. Aber es ist ein bisschen unangenehm. Es war mir relativ unangenehm, ja. Weil ich wusste damit jetzt auch nicht umzugehen, weil man muss ja, da gehört ja dann auch ein bisschen Fantasie dazu, erstmal sich das dann alles nochmal vorzustellen. Und es wurde dann auch nichts draus. Ja, ich hatte das ja auch, ich habe das neulich hier in so einem anderen Format erzählt, dass ich bei McFit mal in der Dusche war und also mutig. Das war noch war noch eine Zeit lang, da habe ich da noch geduscht. Ja. Jetzt bin ich ja viel zu berühmt, das geht ja nicht. Das kannst du nicht. Kennst du ja als Bestseller. Und da hat wirklich mich. Weil gerade bei McFit ja wahnsinnig viel gelesen wird. Da muss man aufpassen, der hat Bestseller-Autor. Und dann hat mich tatsächlich einer, also Handtuch hatte ich noch um und Schlappen an, tatsächlich dann ein Foto gebracht. Ach so. Und da denke ich auch so, ey, es gibt einfach Leute, die haben es einfach nicht gerafft. So. Die sind das ist leider passiert das immer wieder. Also ich muss sagen, wenn mir sowas begegnet, sind die Leute in der Regel wirklich echt freundlich und nett. Ja. Und das habe ich in den letzten 10 Jahren ganz gut hingekriegt, dass ich den Anteil von Scheiße, die ich mache, ziemlich gut auf null gesenkt habe, für mich persönlich. Das heißt, man wird jetzt nicht mehr angesprochen auf irgendeine RTL2-Show oder so. Ja. Das heißt, wann immer die Leute... Shitstorms. Du hast auch einige Shitstorms losgetreten, ne? Aber ganz ehrlich, Shitstorms finde ich, das ist ja mittlerweile nach 2 Tagen vorbei. Also wenn du nicht gerade irgendwie... Aber es gab eine Phase, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber es ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail drauf eingehen, aber das... Ich glaube, das war auch so in der Phase, das war vor 5, 6 Jahren oder sowas. Ja. Ich glaube, da haben wir uns auch gerade so kennengelernt. Ja. So ein bisschen ja, auch tatsächlich über Facebook und wie das in Autorenkreise, Leute, die fürs Fernsehen arbeiten. Ja. Und da weiß ich noch, das war aber noch eine Zeit, da hast du mit so einer, sagen wir mal, Aussage oder einer bestimmten Richtung, selbst bei Facebook, hast du echt so für eine Woche Diskussionsstoff teilweise. Ach, das ist aber doch heute noch teilweise so. Ne? Also Diskussionsstoff liefert man ja immer wieder, wenn man mal so ein bisschen... Aber es verpufft schneller, habe ich es gehört. Ja, es verpufft schneller, weil natürlich, und das finde ich ja auch tatsächlich ein bisschen schade, gerade bei Medien wie Twitter oder so, Facebook auch, aber vor allen Dingen Twitter, dass es ja um nichts mehr wirklich geht. Also du kannst ja nicht, also dieses Medium und die Diskussion banalisieren sich ja gegenseitig. Ja. So, weil du kannst ja nicht mit der gleichen Lautstärke darüber diskutieren, dass der Bundespräsident im Iran zum 40-jährigen Bestehen der iranischen Revolution gratuliert und in derselben Lautstärke diskutierst du darüber, ob Bernd Stelter einen Doppelnamenwitz machen kann. Ja. Also du musst dich ja schon mal für irgendetwas entscheiden, was dich jetzt wirklich was angeht. Wenn du alle 3 Tage bei irgendetwas in derselben Lautstärke mitbrüllst, ja, dann kannst du niemandem zum Vorwurf machen, dass man deine Themen und deine Interessen nicht mehr ernst nimmt. Ja. Weil das ist ja, du warst ja gerade bei dem Jungen, der Wölfe brüllt. Auf die Art und Weise funktioniert es ja bei Twitter auch. Ja. Wenn du alle 3 Tage sagst, das ist das Allerletzte, da muss die Gesellschaft auch mal und das sollte man verbieten und so, dann interessiert sich einfach niemand mehr für deine Belange, weil jeder weiß, okay, heute hat er dieses riesige gesellschaftliche Anliegen. In 3 Tagen regt er sich darüber auf, dass er Tatortkommissar in rosa Poloshirt trägt. Und zwar in derselben Lautstärke, so, wo du sagst, dann darfst du dich nicht beschweren, dass niemand mehr dich ernst nimmt. Also entscheide dich für irgendein Thema und mach es wichtig. So, und das ist heutzutage, finde ich, ein bisschen das Problem. Deswegen, ich habe mich vor Jahren schon für Pimmelwitze entschieden. Das ist einfach ja, klar. Ist okay. So, ja, ist auch gut. aber deshalb finde ich, messe ich auch wirklich nur noch jedem 10. Shitstorm eine Bedeutung bei, weil du bei den anderen 9 weißt, So. Also ich weiß ja wirklich auch, also ich glaube zu wissen, wenn ich einen gravierenden Fehler gemacht habe und dann habe ich auch nicht das Problem zu sagen, pass mal auf, das war jetzt mein Fehler. Da bin ich übers Ziel geschossen. Da bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Ja, ja. Aber es gibt einfach auch Dinge, wo man sagt, ja, das mag ja sein, dass das jetzt gegen eure Befindlichkeiten verstößt und ihr jetzt irgendwie zu 100 von mir aus euch darüber aufregt, aber es interessiert mich nicht, weil ich vorher schon die Entscheidung getroffen habe, dass mich das nicht interessiert, ob ihr davon angefasst seid. Ja. Aber das ist ja wie bei Humor und da sind wir immer eine Einzelfallentscheidung, ob man selber, du wirst immer irgendjemandem auf die Füße treten. Irgendwer wird immer angepisst sein. Das habe ich schon mal gehört, ja. Und du musst, ja klar, ja, weiß ich auch. Ich lese auch manchmal Kommentare unter meinen Moin Moins, von daher, das kann ich so, genau. Kann ich so bestätigen. Aber
Apropos Humor, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Ich würde dich da jetzt gar nicht abschneiden, aber das will ich nicht unangesprochen lassen, bevor unsere Sendung ist vorbei ist. Vorbei? Ich weiß es nicht. Da steht 0:00. Das die sagen immer, da steht immer nur weiter. Ich habe auch kein Internet. Das ist einfach, ich weiß nicht, was los ist, aber es macht Spaß. Okay. Dass du, apropos Humor, dass du ja auf Tour jetzt tatsächlich gehst. Ja. Und das ist ja so eine, das ist ja auch für dich, ist, glaube ich, das erste Mal, dass du so eine Solo-Tour machst. Genau, genau. Also mit Programm und wie muss man sich das vorstellen? Ist das so mit Lesungen verbunden oder du hast Gäste, glaube ich? Ja, es wird, also es wird natürlich auch ein bisschen Operation am offenen Herzen sein, weil ich glaube, dass der erste Termin nicht genauso sein wird wie der 12. So, man wird natürlich im Laufe dieser Tour auch ein bisschen was lernen, aber ich werde Vorbereitungen treffen, dass auch der erste Tourtermin für die Leute super wird. Ja. So. Also das heißt, es wird einen gewissen Anteil an Texten geben, die ich vorlese, weil das einfach ja auch ein alter bisschen Poetry Slammer bisher. So, man, alter Poetry Slammer. Das war die Poetry Slammer. Hatte ich irgendwie zu wenig Skills für Rap, aber zu hässlich fürs Influencen. Ne? So, ich hab mir dahinter, ich sehe euch übrigens wieder, hallo. Ja. Guten Tag. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen was gelesen, aber ich habe ja pro Stadt auch immer zwei Gäste mit auf der Bühne. Ja. Und mit denen werde ich mich natürlich, wie wir das hier jetzt auch machen, ja, unterhalten über diverse Themen. Und ein paar Texte, entweder ganz aktuelle oder aus dem Buch, werden dann auch die Grundlage für diverse Gespräche bilden. Ja, super. Weil jeder der Gäste kann ja auch was reinwerfen und dann werden wir es einfach sehen. Ja. Und wenn ich natürlich aus einem Gespräch heraus zum Beispiel feststelle, ey, gut, dass du sagst, ich habe in diesem Buch vielleicht so eine Passage, die gerade super dazu passt, dann werde ich dir auch vorlesen. Das heißt, jeder, der das Buch mag oder das, was ich schreibe, wird auch sagen, ja, war ein Anteil drin. Und die, die sagen, ich hasse den Typen, aber der hat ja zum Beispiel in Berlin, hat ja Olli Schulz und Barbara Schöneberger mit auf der Bühne. Ah, ja, ja, okay. Dann ist der mir egal. Das ist dann ja genial. Die kommen. Ja. Hast du wahrscheinlich auch so topografiemäßig geguckt, okay, wie kriege ich alle Leute eigentlich überhaupt mit, sozusagen? Naja, also manchmal werden auch Gäste irgendwie in Städte gesetzt, die eigentlich da nicht hinpassen. Also Thorsten Sträter ist zum Beispiel in Leipzig mit dabei. Der hat ja mit Leipzig jetzt nicht so viel am Hut. Ja. In München ist ein bisschen anders, da sind dann Mehmet Scholl und Michael Mittermeier mit auf der Bühne. Worüber ich mich natürlich total freue. Aber sind alles Leute, die ich dort eingeladen habe, sind Leute, die mir persönlich bekannt sind und bei denen ich keine Scheu hatte, sie zu fragen, ob sie kommen wollen. Das heißt, ich habe jetzt zu allen einen persönlichen Bezug. Ja. So. Und die sind aber dann ihrerseits auch so bekannt und beliebt, dass die Leute dann auch sagen, ach ja, geil. So. Ja. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann hole ich noch mal im nächsten Jahr dann auch immer noch mal Leute dazu, die jetzt noch nicht so super bekannt sind, die ich aber gut finde. Ja. So. Ja. Wie mich zum Beispiel. Wie dich zum Beispiel. Ja, aber dann, ne, das also, weil ich bin ja schon einer, der noch nicht so super bekannt ist, das müssen die anderen dann ausgleichen. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute echt Spaß haben. Also ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass ich so vorbereitet auf die Bühne komme, dass ich safe bin, dass das unterhaltsam und gut wird. Und bin dann aber auch willens, je nachdem wie es läuft, alles über den Haufen zu werfen und zu sagen, pass auf, das macht gerade so Bock. Die ganze Scheiße, die ich vorbereitet habe, treten wir in der Tonne. Ja. Wird man sehen. Ja. Sehr schön. Also ich werde auf jeden Fall auch vorbeikommen und mir das angucken, wahrscheinlich in Hamburg. Sag mal, du hast gerade gesagt, über den Haufen werfen. Es ist ja auch so generell ein Thema, da hätte ich auch immer deine Meinung gerne dazu noch zum Schluss. So ein bisschen dieses ganze Artikel 13. Will ich jetzt gar nicht so, dass ich schnarche ja schon bei dem, bei der Aussprache dieser Formulierung. Aber das ist natürlich jetzt gerade natürlich in dieser Zeit, wo wir haben es ja vorhin gemeint, viele Leute sind einfach mittlerweile einfach Influencer anstatt irgendwie Fernsehstars und das ist alles, hat sich alles geändert. Da würde ich mal, wie siehst du das? Ich meine, du kommst so ein bisschen aus dem klassischen Fernsehen und kriegst so diese ganze Wandlung mit und siehst natürlich ganz viele Fernsehsender und Produktionsfirmen, die hängen noch an diesem Strohhalm, dieser Titte des Fernsehens und es gibt auch noch ein bisschen Milch, aber irgendwie müssen die auch diesen Wandel, diesen Paradigmenwechsel mitmachen. Andererseits bahnt sich jetzt eventuell an, dass das schon wieder alles vorbei ist. Und jetzt weiß ich immer nicht, wie siehst du das? Ich meine, glaubst du, das ist überhaupt so in den nächsten 10 Jahren, kann sich das jemals wieder so etablieren, das Fernsehen, wie es früher gab? Du meinst das lineare Fernsehen? Ja, das lineare Fernsehen. Oder meinst du, das ist einfach irgendwo vorbei? Oder wie kann man das? Also ich glaube, natürlich wird das lineare Fernsehen noch deutlich länger existieren, als wir das glauben. Weil, wie gesagt, ich bin Jahrgang 77, wir sind so geeicht auf das Medium Fernsehen, respektive lineares Fernsehen, dass das schon immer noch so ein bisschen als Wegmarkierung dienen wird. Ja. Nur jüngeren Leuten, die jetzt 20 sind oder 10,
10 ist das ja nicht mehr zu vermitteln. Es ist wie Festnetztelefon. Ja. Weil heute würdest du doch niemandem mehr sagen, du musst um eine bestimmte Uhrzeit zu Hause sein, um diesen Anruf entgegenzunehmen. Und so ähnlich ist natürlich lineares Fernsehen Scheiße, auch, wo ja. du sagst, 20.15 Uhr geht der Tatort los. Das interessiert doch keinen mehr, der heute 10 ist. Zu Recht übrigens auch, weil es keinen Sinn macht. Ja. Aber was man sagen muss, das eine ist, konsumiert wird ja ohne Ende. Also die Leute konsumieren ohne Ende. Es gibt auch wieder dieses klassische Schulhof oder Lagerfeuerfernsehen. Das läuft aber bei Netflix beispielsweise. Oder ja, genau. Von mir aus da läuft sogar Lagerfeuer. Da läuft sogar Lagerfeuer. Also das gibt es ja, wenn die AfD wieder irgendwelche Bücher verbrennt und mal live drauf. Aber das gibt es natürlich alles. Ich glaube, was ein bisschen die Chance von linearem Fernsehen in Zukunft ist, dass es ein derartiges Überangebot geben wird, dass manche Leute auch total überfordert sind und sich schon wieder eher in Richtung lineares Fernsehen, weil sie da fixes Programm zu fixen Zeiten haben, weil das ist so wie so eine Riesenspeisekarte, wo man sagt, oh Gott, ich kann gar nichts mehr, lieber nur noch 3 Gerichte. Ich bin ja so, ich habe das schon öfter gesagt und ich finde, das hast du gerade gut auf den Punkt gebracht, das geht natürlich immer so ein bisschen um das Alter, ne? Also gerade, wie du schon gesagt hast, so Leute, die jetzt 10 bis 15 sind, den kannst du da, das ist glaube ich vorbei, den kannst du nicht beibringen, warum lineares Fernsehen Sinn macht. Und es gibt auch keinen Grund. Genau, aber ich bin noch so und ich habe ja zu Hause da mit meinem Fernseher irgendwie die Apps und so einen Scheiß, ich kriege jetzt auch wie so ein Dad, so die Apps, ich weiß gar nicht, und die 3 Fernbedienungen, weißt du, ich weiß nicht, wie das geht. So. Ich war gestern total stolz, dass ich es geschafft habe, mir Lanz aufzunehmen. Oh Gott. Einen älteren Satz. Und dann rufst du den anderen, Schatz, ich hab's hingekriegt. So, naja, du weißt doch, was ich meine. So, und dann habe ich ja auch Netflix und den ganzen Krams und Prime und was weiß ich. Aber ich bin dann auch so, dass ich mich dann doch wieder so relativ wohl fühle. Wenn es mir zu stressig wird, dann mache ich einfach Fernsehen an. Ja, genau. Weil dann lasse ich mich so berieseln. Als White Noise. Ja. So. Und mir ist aufgefallen, ich habe so ein ganz seltsames Familien. Und ihr da draußen könnt das gerne auch mal die Kommentare schreiben, wenn es euch auch so geht. Weil dann, ich will das unbedingt lesen, weil dann fühle ich mich nicht wie der Einzige. Und zwar, ich habe so ein Phänomen bei mir entdeckt. Sagen wir mal so ein Beispiel, stirbt langsam 2 oder sowas. Ja. Ne? Das läuft dann irgendwie normal im Fernsehen. Ja. Dann schalte ich da so ein und sehe schon, dass es so 10 Minuten im Film drin. Dann bleibe ich da dran, weil ich denke, oh geil, stirbt langsam 2. Aber genau den Film habe ich gerade zur Verfügung, umsonst für abrufbar, für wann ich immer. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Goodfellas, mir geht das mit Goodfellas. Warum ist das so? Ganz seltsam. Das ist Geborgenheit im Ritual. So. Ja. Man fühlt sich einfach wohl, wenn. Ich glaube, es ist auch ein guter Buchtitel sein. Geborgenheit im Ritual. Ja, hallo? Ne? Da kommt ja noch ein zweiter Teil für raus. Alles klar. Nee, und ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun, dass man einfach dieses Gefühl hat, so wieder so klassischer Fernsehabend, das kommt dann plötzlich, blubbert so wieder ein bisschen mehr an die Oberfläche und dann nimmt man es gerne mit, wenn es gerade da ist. Ja. Ich meine, sonst gibt es auch keinen Grund, Goodfellas zu gucken, wenn du irgendwie nach einem langen Tag um 23.50 Uhr ins Hotelzimmer kommst, eigentlich nur pennen willst und denkst, oh geil, Goodfellas, und du siehst gerade Joe Pesci, wie er vom ersten Chief angeguckt wird, da weißt du schon, der wird noch ein langer Abend. Der Hörer. Und du weißt, Teletext, der Film geht noch bis 1.25 Uhr. Da freust du dich. I'm totally fucked. Da gehst du nochmal schön an mein Bierchen. Ja, genau. Und du weißt, den muss ich jetzt einfach noch zu Ende kriegen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja auch so ein Lanz-Berieseler, ne? Ja. Ich liebe es ja, mich von Lanz berieseln zu lassen. Ich bin auch schon öfter eingepennt. Also ich gucke das wirklich. Also, und das meine ich nicht als Disrespect gegen die Sendung tatsächlich, sondern es hat für mich eine beruhigende Wirkung. Ich bin da schon öfter mal so zufrieden eingeschlafen dabei. Ja, aber ist doch schön. Ja, ist kein gutes Kompliment. Aber das kriege ich auch öfter beim Podcast. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Das ist so ein Podcast-Ding irgendwie. Ich habe mit anderen Podcastern drüber gesprochen, dass die das auch oft zu hören bekommen von Hörern, von wegen so, ich höre euch immer zum Einschlafen. Ja, das wo ich immer denke, okay, warte mal, das war nicht mein Ziel. Nee, wirklich. Also das finde ich tatsächlich, also ich höre zum Einschlafen ja wirklich mal klassisch TKKG oder He-Man oder so, nach wie vor. Zum Einschlafen höre ich Podcasts nicht. Also Podcasts verfolge ich wirklich aufmerksam, weil ich die Inhalte auch zu gut finde. Also ich bin ja erklärter Fan von Gästeliste Geisterbahn. Dankeschön. Und höre das wirklich wahnsinnig gerne und fühle mich bestens unterhalten. Das höre ich tatsächlich eher wirklich gut. Ich höre das immer beim Joggen zum Beispiel oder so. Ja. Ne? Also, oder wenn ich irgendwie hauswirtschaftliche Tätigkeiten machen. Dann höre ich Podcast. Oh, das mache ich auch mit dem, sorry. Ja. Ich höre immer, kann ich auch empfehlen, Podcast UFO von Flo und Tietz und Stefan Tietze, 2 Autoren von der Bild- und Tonfabrik. Habe ich auch abonniert. Und die höre ich super gern beim Abwasch machen. Aus irgendeinem Grund. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich statistische Erhebungen darüber, wie die Kurve der Bereitschaft an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten signifikant gestiegen ist, parallel zum Aufkommen der Podcasts. Bin mir ganz sicher, wenn man so eine Kurve erfassen würde innerhalb der letzten 3 Jahre, also Podcasts,
hast, die kommen und Bereitschaft auch mal zu bügeln, zu waschen, zu putzen, ist zu kochen, ist hochgegangen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Du, wir haben sonst auch einen Flipchart hier. Schade, dass ich ihn heute nicht aufgebaut habe. Hätte das noch ein bisschen ausführen können. Ja. Ich als der Joachim Bublat der Generation, ja, weiß ich nicht. Du, da passt ja der Rollkragenpulli. Hat er nicht auch mal so einen? Ich glaube ja. Wobei man wirklich sagen muss, Joachim Bublat hat seine Fernsehkarriere dadurch gerettet, dass er halt immer irgendwelche Knallgas-Experimente in der Sendung gemacht hat. Also er hat mit Special Effects davon oder einfach mehr saufen. Dass er einer der langweiligsten Menschen der Welt ist. Ja. Ja. Nee, ich war ja Riesenfan von der Knopf-Hoff-Show. Ja, da war er, die hat er ja moderiert. Ja, aber stimmt, hat er das, aber das hat nicht. Mit hat Ramona Leis zusammen, ja. Das hat er moderiert, ja, ne? Ja. Wow, okay, ja. Ich bin dumm, aber ich hab übrigens super spät erst gecheckt, dass das Know-How heißt, ne? Ja, ja, ich doch auch. Ey, das haben, glaube ich, aber viele nicht gecheckt, dass Knopf. Ey, ich habe erst vor 2 Jahren gecheckt, dass Beef, warum die Beefy Beefy heißt. Das war für so einen Moment der Erkenntnis. Ja. Das habe ich auch nicht gewusst, ja. Wegen Beef! Ja. Das stimmt. Ich dachte irgendwann, also an einem sonnigen Tag, ich ging die Straße entlang plötzlich. Ja, aber mit Lachgummi, weißt du, ne? Ja, wegen. Ja, wegen, aber ich auch. Das habe ich, glaube ich, bei euch erfahren. Lachgummi euch wegen Wein. Weingummi. Weingummi, Lachgummi. Hab ich nie gecheckt. Ja. Es gibt noch so ein Haribo oder so. Ja, Hans Riegel Bonn, ja, 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 ne? Und Hanuta Haselnusstafel. Hanuta Haselnusstafel. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. So, ich könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten, ja, aber du musst, ich kann ja schön den Wetten, das Abgang. Du musst ja los. Du musst ja zum Flughafen. Musst du tatsächlich? Er ist leider, er muss nach Malibu. Ja. Nee, ich muss nach München. Ich habe morgen nochmal die ganz große Presserutsche des Buches wegen. Ja. Du gehst jetzt direkt vom Studio rüber, ne? Genau. Flughafen, und ich bin morgen zum Abendessen bei Mehmet Scholl eingeladen. Da freue ich mich sehr drauf. Oh, geil. Vor allen Dingen will ich ihn mal fragen, wie er das denn jetzt findet mit Jogi Löw und dem Rauschmiss Boateng, Müller. Also man muss Jogi Löw ein Riesenkompliment aussprechen. Also er hat wirklich in den letzten Jahren ein glückliches Händchen bewiesen, immer zum falschen Zeitpunkt auf die falsche Art genau das Falsche zu tun. Muss man wirklich erstmal schaffen. Aber er ist Weltmeister geworden. Ja, aber ich bin mittlerweile auch eher ein Anhänger der Theorie, dass wir trotz ihm Weltmeister geworden sind und nicht wegen ihm. Ach. Ich bin großer Jogi Löw. Ich war lange Zeit auch Jogi Löw Befürworter. Ich bin da ein bisschen von abgerückt. Ich bin mittlerweile auch eher der Auffassung, dass wir sogar mindestens 2 Europameistertitel mehr hätten haben müssen. Ja. Jetzt aber! Ja, 2012 und 2016. Jetzt also 2012, ja. Vielleicht diskutabel. Ja. 2016 auf jeden Fall. Jetzt stelle ich mir gerade Timo, unserem Mann, der gerade in der Regie sitzt, vor, was sein Blick jetzt gerade ist. Ob er entweder mit den Augen rollt oder ich glaube, der macht so ein, ja, hat er recht. Er ist nämlich Dortmund-Fan und ich glaube, ja, auch, auch sehr Fußball interessiert. Das bin ich ja auch. Ich glaube, er macht gerade so ein. so ein wohlmeinenden. Ja. So. Aber weißt du, schon mal mit widrigen Umständen hat man auch gehabt, ja? Wenn man schon mal einen Schweinsteiger und auch schon mal einen Philipp Lahm, ja? Oder schon mal auch in der Blüte sein, schon mal auch da sein, ja. War, ja? So, und mir hatte, vor allem mit dem, passt natürlich auch, ja. Mir hatte das kannst du wirklich besser, aber mir hatte das Problem vor der WM, Sahne hat nicht zur Verfügung gestanden. Ja. Aber Jogi, du hast ihn einfach noch nicht mitgenommen. Ja, sicher, aber. Ja, aber schau mal, auch Flüge sind auch teuer nach England. Ja, ne? So. Schau mal, muss man auch zum Sahne erstmal da ins Flugzeug packen und da rüberbringen. Ne? Sahne. Habe ich auch keinen Bock. Ja, so, das ist ja. Meine Frau, die wollte Golf spielen. Ja, egal. So, also vielen Dank, dass du da warst. Leute, holt euch dieses Buch. Ich kann es wirklich wärmstens empfehlen und ich sage das nicht nur so, sondern das ist wirklich eine schöne Sammlung an lustigen und unterhaltsamen Texten. Jetzt kannst du sagen, so Lanz sagt dann immer, dem ein wunderbares Buch gelungen ist. Ja. Ja, das klingt immer so ein bisschen so, als hätte ich 2 verkrüppelte Arme und man fragt sich, wie ich das überhaupt, also. Nee, er macht immer so. Handwerklich schreiben genau konnte, dem ein wunderbares Buch gelungen T-Rex. Ist. Der T-Rex. So, wie konnte denn das gelingen? Ja, ich schreibe. Ja. Nee, der macht ja auch immer, noch abschließend den Lanz, das ist ja auch geil, da haben wir uns ja die WhatsApp-Nachrichten da hin und her geschickt, wie wir unserem perfekten Lanz-Intro hatten wir doch, glaube ich, ganz gut hingebracht. Es sind 3 Faktoren, das muss immer einmal quasi. Muss er bei der Anmoderation des Gastes, mit dem er gleich spricht, auf jeden Fall immer einmal droppen, was er für ein tolles, exotisches Erlebnis hatte, das er damit verbindet. Ja. Also auf dem Himalaya, in der Antarktis, ja, 20.000 Meilen oder mehr. Also wäre es zum Beispiel so. Kommen wir zu unserem nächsten Gast, den ich ja bei meiner Expedition 20.000 Meilen unter dem Meer mit Hayali, als wir beide im U-Boot waren, sie den schönen Satz über ihn sagte. Ja. Und so, und so, dann kommt, sehr gut. Und dann, so, das ist so die Standard-Lanz, die haben wir ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja. Und aber eine Sache will ich noch machen, also das ist jetzt, also es ist sehr, sehr schlimm, wenn Prominente sterben, sehr, sehr schlimm. Ja. Natürlich schlimmer, als wenn normale Leute sterben. Niemand braucht normale Leute, wenn Prominente sterben. Ja. Das ist nicht schön.
Hilfreich ist aber, die können sich dann nicht mehr wehren, wenn man sie dann einfach als gute Freunde ausgibt. Also ich werde dann jetzt zum Beispiel sagen, also dieses Buch zum Beispiel, das ist, ich bin froh, dass mir dieses wunderbare Buch gelungen ist. Ich finde es halt einfach jammer schade, dass mein guter Freund Karl Lagerfeld das nicht mehr lesen konnte. Ja. Der ja unter anderem auch über dieses Buch sagte, genau. So, weiß ich nicht. Kann ich das beim Kacken lesen? So, und er kann sich nicht mehr wehren. Der über dieses Buch sagte, das ist mir lieber als Trainingshosen oder so. Ja, sowas, genau sowas. Ja, da müsste ich jetzt nochmal reingehen in das Dokument. Ne? Aber das finde ich eigentlich ganz praktisch. Den Grundbau haben wir jetzt gedingt, dann müssen wir da nochmal reingehen. Also, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst, Micky. Ich wünsche dir einen guten Flug. Sorry, dass heute wenig interagiert worden ist für die Leute, die gerade live geschaut haben. Wir waren jetzt so vertieft im Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns das nach, dass heute nicht so viel Live-Fernsehen betrieben wurde. Hey, ich gucke, geil, habe ich heute nicht gemacht. Machen wir nächste Woche wieder. Heute war ein Gespräch, ein literarisches Gespräch. Ja, also wirklich, ne? Der Tagespunkt. Also haut rein, lasst uns einen Daumen hoch und ein Abo. Ihr wisst ja, wie die Scheiße läuft. Micky holt sein Buch, haut rein. Schöne Woche, tschüss. 3 Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de/moinmoin.